Willkommen zu After Humans. Ich habe herausgefunden, was wir brauchen. Es ist doch so einfach. Es wäre so einfach. Es wäre so einfach. Aber eigentlich zu einfach. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Also Schablone. Ich schätze mal Koppel. Hey. Da bekommen wir eine Steinschärpe. Ich würde aber ehrlich gesagt das hier nutzen. Dann würde ich. Ja, gut, da muss man erst die Schärpe rausnehmen. Das da nutzen. Zack, dann das da. Und dann das da. Dann das da. Und natürlich noch eine Schere. Dings. Okay. Damit hätten wir das Papyrus aufgebraucht. Bitte. Ehre, wem Ehre gebührt, oder auch nicht, oder was auch immer. Dann gießen wir mal. Ja, das ist recht. Handzahm. Es geht. Damit kann man arbeiten. Sag mal, ist hier ein Mäuschen? Ja, fei war. So. Und weil das nicht genug ist, schauen wir jetzt, dass wir dieses Steingedöns irgendwie mal wegbekommen, weil was wollen wir damit? Was hören wir hier noch mit? Das braucht man ja nicht mehr. Man hat ja schon seine Gussform. Ja, und die sind nicht wirklich teuer. Nun denn. Wir haben das abgefribbelt. Wir können nun hier unsere Schablönchen wieder basteln. Also wir brauchen einmal Zelt. Das brauchen wir zweimal, genauso wie das. Und das brauchen wir einmal, genauso wie das. Das heißt, ich würde anfangen, hiermit das zu gießen, allerdings mit Eisen. So, dann legen wir nun das hinein. So ein Käse. Wir brauchen das ein paar Mal. Also 1, 2, 3, 4. Also das Mäusle macht ihr mir verrückt. Jetzt können wir hier ankommen. Mit Sachen wie Schaufel brauchen wir zweimal. Ja, das ist ja auch recht. Schaufel brauchen wir zweimal. Dann den Griff haben wir. Dann brauchen wir hier den Axtgusskopf, den brauchen wir zweimal. Axtgusskopf. Aha. Dann brauchen wir das hier einmal. Ich habe da jetzt viel zu viel Eisen rein, kann das? Brauchen wir das einmal und wir brauchen das hier. Nö, das war's. Wir haben, glaube ich, alles. Wir haben das zweimal, wir haben das viermal und das einmal. Naja, fast. Wir haben das noch nicht. Was wollten wir noch mal haben? So, jetzt würde ich sagen, hauen wir erstmal. Wir haben hier verschiedene Sachen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, zack. Zackele bum, zackele bum.
Yay. Also, uno momento. Wie ist das denn? Was ist das da? Lustabar. Lipobar. Ja. Erstmal eine Schaufel. Das ist jetzt relativ simpel, glaube ich. Schaufel. Und was kann man hier rein tun, jetzt so spaßhalber? Wofür sind diese Slots? Schaufel. Ja, dann hätte ich gesagt, Moment. Machen wir nochmal eine normale Axt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Perfekt. Jetzt mal so Spaß. Was hat die an Abbaugeschwindigkeit? Gepasst. Dann wollten wir das hier machen. Dazu brauchen wir einmal, zweimal. Und dann wollten wir mal gucken. Ja, da brauchen wir dann das da und machen Selle und dann haben wir das da. Ernte Level Redstone. Redstone. Das ist cool. Weiß noch nicht, was es ist. Was haben wir das hier? Modifikation, Abbau Level Redstone. Es ist schön, aber was macht das? 6, 4 von 407 sein hat. Ja. Klappt schon. Da alles Moos draufpacken, machen wir nachher. Ich möchte allerdings zuerst, deswegen bin ich ja hier. Ach ja, übrigens, daraus kann ich hier wieder grün Farbstoff machen. Kaktusgrün. Wir hatten noch nie genug, noch nie mehr Kaktusgrün. Hier nicht, eher hier. Da. Zack. Ich möchte bauen. Wenn wir schon dabei sind, können wir mal so ein Sensenteil bauen. So rein aus Spaß. Ich weiß nicht, was es macht. Ich würde es. Okay, da brauchen wir das große Teil. Und greift Feinde im großen Bereich an. Eigentlich nicht schlecht. Da brauchen wir nur diesmal wirklich ein bisschen mehr Eisen. Habe ich jetzt noch irgendein Tool, was ich noch bauen möchte, aber noch nicht gebaut habe? Ich meine, das könnte man notfalls ein zweites Mal bauen, das ist richtig. Irgendwas, was jetzt hier noch wichtig sein könnte. Was ist denn das Schild? Schadenreflexion bis natürliche Fähigkeit beschreibbar. Ah. Ist ein Fortschritt in der Waffentechnik und würdigt Zombies Pikmin überall. Pikmin überall. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, wenn ich ja Tinker habe. Kann ich mich hier. Weiß man nicht so genau. Eher hier noch eine zweite solche Axt, weil die braucht ewig zum Reparieren. Aber da brauche ich ganz viel Eisen für. Ich mache erstmal das da. Da brauchen wir hier das Große. Also das Große da. Zack. Das schiebe ich dann einmal hier rein. Holen mir dann das raus. Und mit dem Ding schiebe ich mir dann mit Duraluminium. Geschmolzenes Duraluminium. Er braucht auch nicht unbedingt sehr viel mehr. So, und da gieße ich mir dann mit Eisen. Genau, wie viel brauchen wir denn? Zwei. Zwei Stück. Ja, das schafft schon ein bisschen mehr, gell? Zack. Zack, so. Das heißt, wir. Die Griffschablone, die ist ja noch hier drin. Ach ja, habe ich die jetzt hier? Ne, habe ich nicht. Okay. Ach, hier wird die Schablone aufgebraucht, oder was? Das ist mal was Interessantes. So.
Die reichen ja noch nicht. Das kommt wieder in den Rucksack. Weil mit Stein, bitte sorry. Dann brauchen wir da ein großes Ding und eine etwas. Auf jeden Fall das große drum, quasi so Buste drum hier. Also nicht das da, sondern eher robuster Griff. Ja, nehmen wir einen robusten Griff. Und da brauchen wir Werkzeugschablone. Da brauchen wir, dann mal kurz gucken. Hier den großen. Das geht gerade nicht, weil da brauchen wir etwas mehr. Ah. Robuste Verbindung. Okay. Das heißt, das können wir auch auffüllen. Dann schauen wir, dass wir uns hier mit Duraluminium. Geschmolzenes Duraluminium. Unser Zeug da wieder kredenzen. Das schieben wir wieder hier rein. Jetzt muss ich doch mal kurz gucken, ob wir hierfür tatsächlich. Ah, wir brauchen ein Sensendings. Das haben wir auch noch nicht. Also, so ein Sensenteil. Sensenkopfschablone, haben wir das nicht doch schon? Nein, haben wir nicht. Also, eine Sensenkopfschablone. Die legen wir auch hier rein. Da stanzen wir uns unser Sensenkopf und der ist wohl auch recht heavy. Zack. Also, wir haben unseren Sensenkopf da. Yippidabidu. So. Machen wir so. Also den brauchen wir zweimal. Den haben wir zweimal. Deswegen würde ich sagen, legen wir weg. Dann legen wir da rein. Ach ja. Vielleicht besser so geschmolzenes Eisen. Das braucht jetzt ein bisschen was, aber das hält sich noch in Grenzen. Und das braucht viel. Was haben wir denn aktuell noch hier drin? Viel zu viel. Zack, zack. Und damit erstellen wir uns nun. Zack, zack, naja. Ja, so rum. Und drei übrig. Ja. Was ist das? Iron Magic? Es sind unterschiedlich. Mal gucken, was sie können. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was kann hier dieser Schüssel? Wenn du die Teile Meißelkopf und Schaft, aber kleiner, oder? Ja. Meißelkopf und Schaft. Geformte Herstellung besondere. Okay, geformte Herstellung. Meißel ist ein Hilfsmittel, um Formen in Blöcken zu schnitzen. Aber mal so aus Spaß. Okay, komm. Von mir aus. Hau ein Meißelkopf her. Tja. Was soll ich mehr? Scherbe. So. Es ist wenigstens schön, dass es nicht geht. Geschmolzenes Duraluminium. Werfen wir hinein. Zack. Das wird wieder zu Eisen. Wow. Das ist echt nicht viel. Dann probieren wir halt mal eine Meißel, ne?
Ah, Mist. Ich brauche einen Schaft. Aber kleine reicht ja, wie wir gelernt haben. Der braucht echt nichts. Meißel. Was genau kann so ein Meißel? Aber bitte, 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 ich beschwere mich nicht. Was macht so ein Schild? Klar, es ist beschreibbar. Das haben wir schon geschnallt. Aber ich glaube, ich möchte. Alles aus Eisen. Muss so gar nicht sein, wahrscheinlich. Beschreibbar. Schadensreflexion. Ja, nehmen mal den Schild her. Was brauchen wir da? Da brauchen wir auch das und da brauchen wir ein Schild. So, wieder zack und wieder zack. Und zack. Es braucht jetzt auch nicht unbedingt gerade die Welt. Das braucht jetzt auch nicht gerade die Welt. Also ich würde sagen, da hauen wir mal Zeug rein. Können wir ja unser Eisenschild zupfeln wir einfach mal wieder. Ich bin doof, ich habe den Schaft nicht gebastelt. Also komm, du möchtest ein Schaft werden. So, du möchtest da rein. So, einmal zack und schon haben wir ein Schild. Achso, mit diesem Schild kann ich quasi jetzt. Wenn ich das hier reinlege, kann ich da. Angriff, das macht sogar Angriffsschaden. Angriff, das macht sogar Angriffe. Aber cool, dann haben wir quasi jetzt hier für den Fall der Fälle, dass man angegriffen wird, ein Schild. Wir müssen es mal ausprobieren. Ja, dann ist die Frage, was man noch macht. Eigentlich ist das. Was cool wäre, wäre so ein Schwertle, ne? Da ist die Frage, haben wir noch die Kapazität für? Wir haben noch die Kapazität für. Punkt. Iron Schüssel, das ist auch cool. Ja, schüsseln wir da einfach mal ein bisschen. Schüsseln, schüsseln, schüsseln. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr klar mit unserem ganzen Zeug hier. Dann gibt es zwei Sachen, die ich noch machen möchte. Ich möchte dieses Schwert hier machen. Mitteldurchschnitt. Das ist eine schwere Verteidigungswaffe, ja. Da haben wir einen Bogen. Speer. Ich glaube, ich würde ein solches Schwert hier machen. Genau. Da brauchen wir hier die Sachen, die sind teuer. Ich würde hier tatsächlich nur schwer die Bäume machen. Nicht dann hier, ich würde eher den hier machen. Ein einfaches Schwert. Dazu brauchen wir eine wilde Gurtsch und eine Schwertklinge. Also dafür brauchen wir eine. Und das da, glaube ich. Und eine Schwertklinge. Schwertklingenschablone. Das müssen wir zwangsläufig wieder nehmen. So, hau ab. Hier, du Raluminium.
Da haben wir hier Stein wieder rein. Stein, Stein. So, dann hoffe ich, ist das das Richtige. Ja, Schwertklinge. Zack. Eine Schwertklinge braucht auch nicht viel. Weißt du was? Wir machen zwei. Und dann machen wir auch zwei. Einfach aus. Und dann ist die Frage, was wir noch brauchen. Ach ja, das dünne, lange da. Dann hier das dünne, lange. Komm. Einfach aus Jux und Tollerei. Das dünne, lange. Das hört sich ja an. Das ist die Schwertklinge, das ist Sel, das ist jenes. Das ist ein Schwert, das ist zwei Schwerter. Gut, wie man die modifiziert, weiß ich nicht. Ich habe zwar jetzt noch über diesen Hammer hier nachgedacht. Allerdings braucht das sehr viel und ich weiß nicht, ob wir das haben. Und ich weiß nicht, ob mein Kopf für reicht. Weil dafür brauche ich schon wieder zwei neue Sachen. Und ehrlich gesagt würde ich lieber gern da noch eine machen. Ach, Tee, warum nicht? Also hier eins, zwei. Da alles das Kleine. Da brauchen wir das Kleine, dann haben wir Schaufel, Kopfgussform, da brauchen wir das Gleiche. Wenn überhaupt. Ja, ich lasse ja da ein bisschen was da. Was brauchen wir noch? Da brauchen wir das Kleine. Und wir brauchen das. So, das brauchen wir gleich zweimal. Das brauchen wir einmal. Das brauchen wir einmal. Und das brauchen wir einmal. Da können wir alles verschwurbeln. Machen uns hier einmal noch eins. Einfach so aus Sicherheitsgründen. Und machen uns noch eine Sicherheitsschaufel aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wir haben hier. Cool. Dann haben wir ein Schwert. Das kommt dahin. Iron Schüssel. Das ist auch interessant. Okay. Noch irgendwas, was wir machen wollten? Das da vielleicht? Ich stanz die jetzt schon mal. Und wir brauchen den Kopf da. Und da führt kein Weg dran vorbei. So. Ja. Ja. Eine Schablone scheint wohl immer recht ähnlich zu sein. Guck her. Aber dann haben wir es fertig für heute, ne? In einer halben Stunde? Nee. Das braucht viel. B. Nix B. E. Da. Zack. Zack.
Das brauchen wir gleich zweimal. Und da fühle ich mich so schlecht, dass ich hier gleich mehr Eisenblöcke rein tue. So. Ja, wenn wir das haben, bin ich zufrieden. Na. So, dann haben wir Set und jenes. Dann haben wir eigentlich alle schon fast ausgedüftelt hier. Dann brauchen wir nur noch zack und zack und zack. Und dass man hier noch durchblickt, ne? Ey, wir brauchen den großen Stiel noch. Den haben wir aber hier schon, glaube ich. Ja, den großen Stiel. Der ist tatsächlich etwas größer. Wie ich schon gar nicht erwarten kann, der Herr hier. So, was haben wir da noch? Ja, genau. Achso. Wo ist denn der große Stiel? Stiel, 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 Stiel. Ach ja, hier. Ja, nochmal ein Hammer. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von hier. Ich bin mal so freundlich. Ja, dann gehen wir nach Hause, zu Hause. Ich glaube, wir hätten noch mehr. Ah, wurscht. Ich mag das. Nein, ich mag das jetzt nicht benutzen, weil wir wollen. Sag mal. Diese Farben hier. Zack, wir wollen Muststone. 1, 2. Weil mit Muststein kriegt mir nämlich was hin, wo ich hier nicht mehr finde. Ja. Das ist doch schon mal angemessen. So. Ich glaube jetzt, ich meine, es reicht jetzt, wenn wir diesen Tisch hier nehmen. Denn da. Wenn wir hier, zack. Den möchten wir bemoosen. Dann möchten wir das bemoosen. Ich finde, das ist ein Modifikator, der einfach überall drauf gehört. Egal. Ja. Zum Fall der Fälle ist eine schon. Ach, weißt du was? Eine gebe ich weg. Wir haben jetzt alles bemoost. Ich bin stolz auf uns. So. Haben wir hier noch? Wir haben hier noch. Wo ist eine Schaufel? Da drüben ist die Schaufel. Also mit Lapis komme ich nicht weit. Was man aber machen kann, ist. Mal gucken, wie viel das braucht. Naja, ich würde mal sagen, ich probiere es mal so rum. Haste. Hier, da drauf. Ne, da drauf. 18 von 50. Na guck, geht schon immer, ne? Na gut, dann kann ich ja eine auf jeden Fall auslagern. Wenn ich schon zwei habe. Genau, das lassen wir dann so. Dann haben wir hier eine. So.
45, achso ne, 45 kommt dann raus. So, da können wir das machen. Dann haben wir 49 und 1 brauchen wir noch und dann haben wir so. Cool. Können wir es auch bei der Schaufel machen, wenn wir schon dabei sind? Können wir? Wow. Ach so, stimmt, ich habe das falsch schon gemacht. Was auch immer die hier macht, ich weiß es nicht. Vor allem, was macht eine Schüssel? Also dieser Schüssel, der ist ja... Also das ist ja jetzt... Wofür sich so ein Schüssel eignet, hat man nicht rausgefunden, ne? Um Formen in Blöcke zu schnitzen. Ah. Ja, dann ist der eher sinnlos. Es war schön, dass der Auto-Repair drauf hat, aber ich würde mal sagen, den tun wir dann mal in diese Kiste. So, dann ist die Frage, was habe ich hier? Hier habe ich noch eine Schaufel. Auto-Repair, Auto-Repair an Island. Also ich meine, sehr schön, das ist toll. Jetzt, wenn ich so eine Axt da habe, eine Ersatzschaufel quasi. Mal gucken. Ich würde jetzt sagen, ich probiere es jetzt hier bei der Iron Dixel. So, dann fehlt uns hier wieder einer. Zack. Dasselbe können wir bei dir noch machen. Glaube ich. Ja. Passt. Und weil wir jetzt so dabei sind, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Eine müsste ich noch entbehren. Hierfür könnte ich tatsächlich noch etwas machen. Was ich nicht gedacht hätte, dass ich kann. Wir haben ja hier und hier noch was, ne? Ich kann hier einen Hammer ausstatten. Die Holzfäller-Axt könnte ich ausstatten. Ja, mein Hammer oder machen wir hier Excavator oder die Axt. Aber mal gucken, was wir jetzt machen. Hm? Eine Holzfäller-Axt, ich glaube, die macht schon mehr Sinn. Oder macht ihr das mehr Sinn? Ja, die macht schon mehr Sinn. So, dann mal 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Machen wir Sell oder machen wir hier die Schaufel? Wir machen das da. Ja, dann bin ich, glaube ich, erst einmal soweit zufrieden.
Wir haben Spitzhacken. Wenn ich hier meine Haste drauf habe, dann haben wir das. Nice. Guck doch her. Guck doch her, was wir machen können. Was wir da jetzt haben, ey. Ich bin ja fasziniert, ey. Und da haben wir echt jetzt eine Menge, muss ich sagen. Zack. Heiland der Welt. Aber tatsächlich, glaube ich, brauchen wir da dann echt nichts mehr. Also an... Ja, da schenke ich, glaube ich, der Ebony eine. Und dann hat sich die Geschichte. Dann freue ich sich. Schaufel, glaube ich, machen wir dasselbe. So, Schild. Hier haben wir Eisen-Excavator. Irgendwas ist jetzt hier gerade minimal am Struggeln, am Lecken. Also hier, die sind jetzt eher ausgenommen von der Reparatur. Ja, dann würde ich sagen, hau ich kurz das bisschen Redstone noch weg. Schau nochmal zu Ebony. Haus von Ebony. Ich weiß, ich übertreibe manchmal ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, wo das sie das jetzt hatte. Es ist denn hier so laggy, verdammt. War das hier? Ja, da schieben wir es wieder rein. Danke, Mrs. Ebony. Ich bin zufrieden. Zu Hause. Und damit könnte ich mich hier und jetzt verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wohlmöglich sogar nach einer Höhlentour. Apropos Höhlentour. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Krempel. Da gebe ich zu, kann ich einen Reise- und Höhlenerkundung. Baustall. Mal gucken, was wir hier treiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.